Hallo zusammen. Heute habe ich, glaube ich, was ganz Tolles für euch. Was ihr hier seht, das sind nur die Nebendarsteller. Der Hauptdarsteller, der fehlt noch. Im Großen und Ganzen geht es schon ums Kochen heute. Aber in erster Linie geht es erstmal um unsere Gesundheit. Ich möchte heute in erster Linie die Menschen ansprechen, die an Arthrose leiden oder an starken Gelenkschmerzen, wo es immer mal so Stiche in die Gelenke reingibt. Das ist das Ergebnis vom schrittweise zerstörenden Knorpelüberzug, der besonders bei älteren Menschen auftritt. Ja, dagegen gibt es nämlich ein ganz natürliches Mittel. Es ist nicht ganz unbekannt. Denn schon im 11. Jahrhundert hat es Hildegard von Bingen erwähnt, dass es ganz wertvoll ist, Kalbsfußknochen auszukochen und deren Brühe zu trinken. Warum? Denn beim Auskochen dieser Kalbsfußbrühe werden viele wertvolle Mineralstoffe freigesetzt, wie zum Beispiel Magnesium, Calcium, Kalium, Phosphor, Natrium, Eisen, Kupfer, Jod und Zink. Dazu noch Proteine, wie zum Beispiel Kollagen, die wiederum wichtige Bestandteile unserer Knochen, Zähne, Bindegewebe und Sehnen sind. Der Körper kann zwar diese Proteine selbst herstellen, aber nur in der Mitte des Lebens. Also je älter wir werden, umso mehr lässt die Produktion dieser Proteine nach. Und mit dem Trinken dieser Brühe oder dem Genießen der Sülze aus diesen Kalbsknochen können wir einen kleinen Teil unserem Körper doch wieder zufügen. Und das kann ziemlich wertvoll für unseren Körper sein. Und das werdet ihr in diesem Video noch erfahren. Ja, wie ich schon sagte, es ist nichts Neues, es ist altbekannt, aber in der heutigen Zeit ist es doch ein wenig wieder in den Hintergrund gerückt. Die alten, guten Hausmittel sollte man nicht ganz zur Seite schieben. Man sollte, wenn es nötig ist, sich damit beschäftigen und sie vielleicht auch wieder mal einsetzen. Denn in meinen Nachforschungen habe ich herausgefunden, dass das Mittel wirklich einzigartig gut für unseren Körper ist. Und als ich das meiner Schulfreundin erzählte am Telefon, was ich vorhabe, sagte sie, also wenn ich mich richtig erinnere, meine Mutter hatte damals, das ist ungefähr jetzt 60 Jahre her, immer im Winter, so alle 14 Tage, 3 Wochen, einen großen Topf auf dem Ofen stehen. Der wurde früh hingestellt, dann kochten diese Knochen in der Brühe bis zum Abend hin. Am nächsten Tag wurden die durchgeseit und wir Kinder bekamen das zum Trinken. Mein Bruder hatte das nicht so richtig geschmeckt, sagte meine Freundin am Telefon. Und da hat meine Mutter gesagt, das musst du trinken, das ist gut für deine Knochen. Ja, und die Knochen wurden dann auch abgeputzt, wurden in eine Schale getan, mit Brühe aufgefüllt. Und im Vorratsraum, damals gab es noch keine Kühlschränke, im Vorratsraum wurde das kaltgestellt. Und am nächsten Tag bekamen wir das dann als Sülze zu essen, mit Brot oder mit Bratkartoffeln. Das hat sie mir auch erzählt. Aber wie gesagt, im Laufe der Jahre ist das alles von unserem Speiseplan verschwunden. Das ist nicht immer gut. Aber in den letzten Jahren, wo so verstärkt wieder die Knochenprobleme der Menschen in den Vordergrund gerückt sind, besinnt man sich wieder der alten Hilfsmittel aus der Natur. Denn warum ich diesen Film mache, das verdanke ich einem Schlüsselerlebnis. Und zwar war ich in der Metzgerei, in meiner Metzgerei, und da kaufte eine Frau Kalbsfußknochen. So einen großen Sack voll. Als die raus war, habe ich zu der Verkäuferin gesagt, sag mal, was macht denn die bloß mit den Kalbsknochen? Und da hat mir die Verkäuferin gesagt, ja, diese Frau, die holt in regelmäßigen Abständen ihre Knochen und das ist nicht die einzige. Es gibt mehrere, die diese Knochen holen. Und wie sie mir erzählt haben, sagte die Verkäuferin, kochen die davon eine Brühe und das wäre gut für sämtliche Gelenke. Und da wurde ich hellhörig. Und das
Wie gesagt, war mein Schlüsselerlebnis. Ich bin nach Hause gegangen und habe im Internet recherchiert und habe herausgefunden, dass das tatsächlich so ist. Es gibt auch viele Studien darüber und Forschungen, die dazu gemacht wurden. Und die besagen, es hilft beim Wiederaufbau der Knorpelmasse. Und was ich in meiner Recherche auch noch festgestellt habe, nicht nur für ältere Menschen, wo die Produktion dann wieder nachlässt, nein, auch für den Beginn des Lebens ist das sehr wichtig. Das geht los bei Schwangeren, bei stillenden Müttern, die sollten diese Brühe trinken. Dann sollten wir, wenn es irgendwann dann möglich ist, wenn dann die Stillzeit so zu Ende geht, sollten wir es den Säuglingen und Kleinkindern zuführen in Form von, also man kann es zum Brei hinzufügen oder zu den ersten Mahlzeiten mit hinzufügen, löffelweise mit rein in den Brei. Das ist für den Aufbau der Knochen wichtig. Eigentlich ganz logisch. Im Alter geht die Produktion zurück, da brauchen wir die Knochen als Zusatz, dass es wieder ein bisschen aufbaut, unsere Knorpelmasse. Und beim Neubeginn des Lebens sind sie noch nicht da. Also brauchen wir da oder brauchen unsere Kleinkinder auch den Zusatz nochmal, um besser Knorpel herzustellen und dass sich die Knochen und Knorpel besser entwickeln können. Ist eigentlich logisch. Aber nun Schluss mit den ganzen wissenschaftlichen Erklärungen. Wir gehen jetzt mal gemeinsam zu meinem Metzger des Vertrauens und er kann uns bestimmt als Fachmann auch noch ein bisschen was darüber erzählen. Vielleicht hat er auch mal ein paar Beispiele von seinen Kunden, wie es denen ergangen ist nach längerer Einnahme dieser Brühe. Lassen wir uns mal überraschen und gehen wir mal los. Ich hatte gestern Kalbsknochen bestellt telefonisch und möchte sie heute abholen. Gerne, die habe ich selber. Und hier, schauen Sie, da haben wir schöne Kalbsfüße. Sie wollen bestimmt unser Geheimrezept ausprobieren. Genau, das möchte ich gerne tun. Schön, das freut So. mich. Aber zuvor hätte ich gerne noch gewusst von Ihnen als Fachmann, was die Kalbsknochen bewirken. Was steckt drin in den Kalbsknochen? Und warum tun sie den Menschen so gut? Ja, Frau Böhme, der Kalbsfuß ist ein ganz besonderes Produkt. Es ist nämlich heilend für Gelenkschmerzen. Eigentlich wurde es früher entsorgt durch die Abfälle. Aber wir haben hier mit dem Kalbsfuß ein Produkt, das wir auskochen können und die geleeartige Brühe, die sich dann bildet nach dem Kochen, ist sehr gut für die Gelenke. Die Gelenke werden dadurch wieder besser mit Gelatine aufgebaut. Das heißt, ältere Menschen haben einen Kalziummangel und durch das Auskochen der Kalbsfüße bildet sich wieder neues geleeartiges Material im Knie, wo wieder für den Aufbau sorgen. Calcium ist ein ganz wichtiges Mineral für den Körper, um die Knochen und Glieder wieder in Schwung zu kriegen. Also mit diesem Kalbsfuß kriegen wir sie mit Sicherheit wieder auf die Beine. Gibt es in Ihrem Kundenkreis vielleicht auch Erfahrungswerte, wo jetzt eine Rückmeldung mal gekommen ist, dass es den Kunden nach der Aufnahme der Brühe, nach dem Genießen, nach dem Essen dieser Brühe besser gegangen ist, dass sie vielleicht gesundheitlich jetzt davon profitiert haben, dass die Schmerzen nachgelassen haben? Erfolge haben wir in unserem Bekanntenkreis zuerst gehabt, wo wir Bekannte hatten, die Probleme hatten mit ihren Füßen. Dann habe ich denen empfohlen, sie sollen Kalbsfüße mal 3 Stunden lang auskochen, eine schöne Brühe zu sich nehmen Drei mit. Stunden, da wären wir jetzt auch gleich bei der Frage, wie lange muss ich sie kochen? Genau. Also 3 Stunden lang die Brühe schön auskochen, dann quillt der Fuß, der Knochen richtig aus, den säge ich Ihnen nachher in 8 Teile, dass es schön ausquillen kann. Dann machen Sie ein wenig Ingwer, Salz, Pfeffer dran, ein bisschen Gemüse, was Sie dazu gern hätten, mit Lauch, Sellerie und Karotten. Dann gibt es auch eine schmackhafte Brühe. Und diesen Fond, wo 3 Stunden lang auskocht,
den trinken Sie dann 2 Gläser am Tag. Wie oft sollte man die Brühe essen, aufnehmen, nehmen, genießen, bis vielleicht eine Besserung des Gesundheitszustandes eintritt? Und das Ganze sollten Sie 4 bis 5 Wochen lang ausprobieren. Dann haben Sie auch die besten Heilungserfolge damit. Im Bekanntenkreis hatte es ein guter Freund von mir, der hatte Schmerzen im Knie, dem habe ich dieses Produkt dann gegeben. Er hatte nach 3 Tagen den ersten Erfolg, konnte sogar seine Schmerztabletten absetzen und hat heute wieder richtig guter Erfolg mit seinen Gelenken. Andere hatten Tennisprobleme, die konnten nicht mehr Tennis spielen mit dem Knie, die spielen heute wieder Tennis. Eine Freundin, die ist im Wald als immer joggen gewesen, sie hatte gesagt, sie hatte schwere Knieprobleme, die rennt heute auch wieder durch den Wald. Also wir haben im Bekanntenkreis sehr gute, tolle Erfolge, wo nach diesem Produkt sie das eingenommen haben, wieder Sport treiben können. Und die Kunden, die sind auch vermehrt jetzt? Die werden immer mehr, natürlich. Natürlich, am Anfang haben wir das im Bekanntenkreis weitergegeben und das hat sich natürlich rumgesprochen. Und mittlerweile haben wir richtigen, tollen Absatz mit den Kalbsfüßen, die mit ihren Produkten dann sich selber heilen können. Es ist besser wie jede Tablette. Ja. Ich habe festgestellt, dass Sie in Ihrem Geschäft auch wunderbare fertige Essen im Glas anbieten. Deckel auf, heiß machen und schon hat man was. Das ist wunderbar. Das sehe ich zum Beispiel Rehgulasch, ein Kalbsgulasch, Rinderbäckchen, ein Rindfleisch mit Meerrettichsoße und noch vieles mehr. Bieten Sie dann auch diese Kalbsfußbrühe hier in den Gläsern an, weil ich habe die da nicht gesehen. Ja, Frau Böhme, zu der Frage mit den Gläsern, warum wir den Kalbsfußfond nicht in Gläser produzieren. Das ist ganz einfach. Wenn der Kunde seinen Kalbsfuß selber abkocht, steht er hinter dem Produkt, das er zu sich nimmt. Denn er kann den Fond mit Salz, Gewürze sich selber zubereiten, ganz nach seinem Geschmack und nach seiner Richtung, wie er es gerne mag. Und somit steht er auch ganz anders hinter dem Produkt, wenn er es selber kocht. Und deswegen koche ich ihm die Kalbsfußbrühe nicht im Glas, dass er sie von hier aus nur noch warm machen muss. Er muss auch was dafür tun. Und somit steckt ein bisschen auch Kopfsache dahinter. Ja, genau. Ja. Und, ich habe auch gelesen, also ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, ich habe auch gelesen, dass man von den fertig gekochten Knochen dann das abputzen kann und dass eine Kasserole dann Brühe drauf kalt werden und dann hat man so eine Sülze. Genau. Also natürlich, die Schwaden werden ganz weich gekocht, die können Sie nachher abmachen vom Knochen und auch in Butter dann leicht anbraten. Mit Kartoffeln dazu, Salz, Pfeffern und dann haben Sie auch ein schönes Gericht, wer sowas mag. Das ist dann ähnlich wie ein Kalbskopf. Und der Kalbsfuß ist natürlich auch, wer einen Hund zu Hause hat, ein besonderes Leckerli nach dem Kochen für den Hund. Also auch da hat man gleiche Nachhaltigkeit, die dann der Hund mit einem Hochgenuss, denke ich, dann verzehren wird. Nein, also wegwerfen müssen Sie nicht. Also der Hund freut sich dann über den Rest davon. Gell? Hier habe ich das für Sie auch schon fertig zubereitet, in Scheiben gesägt. Zu Hause setzen Sie sich die Brühe auf und dann probieren Sie mal ruhig 4-5 Liter ansetzen damit. 4-5 Liter? Ja, das kann man schon. Und das köchelt dann schön ein und dann können Sie die Brühe erkalten lassen und dann 1 bis 2 Gläser pro Tag zu sich nehmen. Sie können es auch in Soßen oder unter das Essen mit unterarbeiten. Ja. So haben Sie einen schönen Kalbsfond mit dazu, das auch für die Soße sehr gut ist. Aber Sie nehmen es trotzdem mit auf für sich in den Körper. Und ich denke, dass Sie so nach 3-4 Wochen dann auch tolle Erfolge schon spüren, dass es besser wird. Und wenn Sie den nächsten brauchen, kommen Sie wieder zu uns in den Laden. Aber gerne. Und dann haben wir den nächsten für Sie parat. Gell? Gut, Frau Böhme, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, viel Gesundheit und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke Ihnen auch.
Jetzt geht's ans Kochen meiner Kalbsfußbrühe. Zuerst spüle ich die Knochen unter fließendem Wasser ab. Dann gebe ich sie in einen großen Topf und ich fülle mit 4 Liter kaltem Wasser auf. Ganz wichtig hierbei ist kaltes Wasser, damit sich die Poren öffnen und die Inhaltsstoffe der Kalbsfüße richtig gut auskochen kann und in die Brühe übergehen kann. Und jetzt geht's ans Kochen. Jetzt, wo die Brühe genügend Zeit hat zum Kochen, werde ich mich jetzt mal meinem Gemüse widmen, was dann in der letzten Stunde noch hineinkommt. Karotte, Lauch, Sellerie mit Grün, eine Zwiebel und der Metzgermeister sagte noch, ich sollte auch ein wenig Ingwer dazu tun. Und das machen wir doch. So, das habe ich jetzt alles fertig geputzt und in der letzten Stunde der Kochzeit kommt das Gemüse hinzu. Die Brühe fängt jetzt kräftig an zu kochen. Jetzt schalte ich sie erstmal auf kleiner Flamme. Und der Schaum, der sich hier schon abgesetzt hat, das sind Eiweiße und Schmutzbestandteile und die muss man herunternehmen. Einfach mit einem Schaumlöffel und entsorgen. Ungefähr nach einer Stunde Kochzeit füge ich jetzt noch ordentlich Salz hinzu. Zwei Stunden Kochzeit sind rum. Jetzt kommt unser schönes, frisches Gemüse zum Einsatz. Und hinein damit. Nun nochmal eine ganze Stunde. Das Gemüse kommt deshalb erst zu spät in die Suppe, weil wir es auch noch mit verwenden können dann. Und bei dieser Gelegenheit fällt mir jetzt gleich noch was ein, was ich gestern erlebt habe. Ich habe eine gute Bekannte getroffen in der Stadt und wir haben uns kurz unterhalten. Und ich habe ihr von meinem Projekt erzählt, dass ich diesen Film machen möchte über diese Kalbsfußbrühe. Da hat sie mir gesagt, wenn du mir das jetzt erzählst, fällt mir ein, als wir klein waren, hat mein Bruder, so eine ähnliche Geschichte wie mit meiner Schulfreundin, wie sich das alles so zusammenfügt, ist schon eigenartig. Sie hat mir erzählt, dass ihr kleiner Bruder keine Milch vertragen hat. Und da ist er auch wieder vor 60 Jahren mit Kalbsfußbrühe groß geworden. Also sie sagte, meine Mutter hat ihn quasi mit Kalbsfußbrühe aufgezogen. Das sind alles so Sachen, da denkt man gar nicht dran. Und ich habe das auch gelesen im Internet, dass man Säuglinge, die keine Milch vertragen, mit Kalbsfußbrühe ernähren kann. Irgendwo konnte ich es gar nicht glauben, aber wie es der Zufall will, treffe ich die Bekannte und sie erzählt mir das von ihrem kleinen Bruder. Also es ist schon sagenhaft. Die 3 Stunden sind um und ich werde die Brühe jetzt gleich durchseihen. Hier hinten habe ich mir noch Wasser aufgesetzt und da koche ich mir jetzt noch Nudeln. Denn heute Abend gibt es gleich noch eine Nudelsuppe mit dem Gemüse, was noch ein bisschen in Form ist. 3 Stunden haben die Kalbsfüße jetzt gekocht. Alle guten Inhaltsstoffe sind jetzt in der Brühe. Die Brühe kocht nach 3 Stunden um 1 Liter ein. Also wir bekommen von 4 Liter anfangs 3 Liter als Endergebnis. Die Kalbsknochen werde ich dann noch abputzen. Die Möhren kommen noch in meine Nudelsuppe mit hinein. Und auch ein Teil kommt mit in der Sülze. Und die anderen Gemüse sind jetzt total ausgekocht, die werfe ich dann weg. Was ich jetzt noch machen muss, ist die Brühe abschmecken, denn sie soll ja auch einen guten Geschmack haben. Salz ist dran und Gemüse sind dran. Verträgt noch ein bisschen Salz. Und jetzt kommt noch eine ordentliche Prise schwarzer Pfeffer ran aus der Mühle. Und warum? Schwarzer Pfeffer hat Piperin. Dieser
regt die Verdauung an, ist wertvoll bei Erkältungen und rheumatischen Erkrankungen und ist antibakteriell. Also sollten wir an vielen Gerichten daran denken, etwas schwarzen Pfeffer anzumachen. Das fülle ich jetzt ab für den Kühlschrank zum täglichen Trinken. Bis auf den Knochen runter wird das Fleisch und die Garlotmasse abgeschnitten. Die größeren Stücke, die an Fleisch und Haut anfallen, die werden dann noch klein geschnitten. Und den Röhrenknochen, den habe ich noch ausgepult, der ist jetzt leer. Meine Hände nach dem Abpulen, die kleben, als wäre ich in den Leimtopf reingefallen. Aber das ist gut so, denn das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass uns diese Gallertmasse unseren Knochen wieder zugutekommt. Als erstes gibt es gleich mal eine schöne Nudelsuppe mit ein paar Möhrchen. Einen Kalbsfuß habe ich mir schon mal zerschnitten, den gibt es in die Nudelsuppe mit rein. Und jetzt kommen noch die Nudeln drauf und die Suppe. Und das ist die Vorbereitung für die Sülze. Größere Teile habe ich klein geschnitten. Über das Fleisch gibt es noch mal ein bisschen Pfeffer. Dann gieße ich die Brühe auf, in der ich noch 2 Blatt Gelatine aufgelöst und 2 Esslöffel Kräuteressig zugefügt habe. Eine Nacht im Kühlschrank und wir haben eine schöne feste Sülze. Abschließend möchte ich sagen, die Brühe vom Ansatz bis zum Ende der Kochzeit, das solltet ihr auch so machen, wie ich es gezeigt habe, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und dann täglich 1 bis 2 Gläser davon zu sich nehmen. Wie er das tut, in welcher Form, ob als Suppe mit verschiedenen Einlagen, als Sülze, in Butter gebraten oder auch als Fleischsaft zu anderen Gerichten hinzugefügt, das sollte jeder für sich selbst nach seinem Geschmack und seinen Vorlieben bestimmen. Wichtig ist, dass es bei Bedarf die Gliederschmerzen lindern hilft. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.